Reden ist egal, wenn der Wahlkampf entflammt. Sag, den wollen wir auch Türke machen, damit wir eine weitere Stimme bekommen, sozusagen. Unterwegs mit der türkischen Opposition. Wenn es jetzt umgekehrt wäre, in der Türkei würden 3 Millionen Deutsche leben, würden die deutschen politischen Parteien auch um diese Menschen werben. Opposition, für manche hier gefährlich. Dann hier im Park haben sie mich angegriffen, was auch sehr blutig geendet hat, zwei Landsleute von mir. Aber von vorne. Die Türkei wählt und damit auch rund 1,5 Millionen Menschen in Deutschland. Die großen Kontrahenten? Zum einen der aktuelle Präsident Recep Tayyip Erdogan, AKP, konservativ-religiös. Seit 20 Jahren ist er an der Macht. Und zum anderen Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu, Sozialdemokrat, Vorsitzender der größten Oppositionspartei CHP. Jede Wahl in der Türkei wird als Schicksalswahl bezeichnet, weil es letztendlich immer um die Frage geht, wird Erdogan nochmal schaffen. Diesmal hat es eine besondere Konnotation, weil die Republik 100 Jahre alt wird. Wer wird die Türkei in das nächste Jahrhundert führen? Umfragen deuten auf ein enges Rennen hin. Das Oppositionsbündnis um Kılıçdaroğlu und seine CHP hat realistische Chancen. Gerade deswegen müssen die Parteien Wähler auch in Deutschland mobilisieren. Die größte Herausforderung in Deutschland ist, die Menschen zur Wahlurne zu bringen. Und wir haben jetzt 10 Busse organisiert in Berlin, die die Wählerinnen und Wähler zur Wahlurne tragen werden. Kenan Kolat leitet den CHP Berlin. Er selbst war einst Bundesvorsitzender der türkischen Gemeinde in Deutschland, bis ein Finanzskandal ihn aus dem Amt drang. Dass er AKP-Anhänger von seiner Partei überzeugen kann, hält Kenan Kolat für schwierig. Weil sie bei Erdogan einen, ich sag mal, Herrscher sehen, weil sie ihn als Vorbild des Islam sehen, was er gar nicht ist. Und das sind andere Gründe, glaube ich, die dazu beitragen, dass sie ihn als Idol sehen. Wir machen uns auf zum Cottbusser Tor. Er will CHP-Flyer verteilen. Wie reagiert die Community auf die Wahlkämpfer? Aber zuerst ein Blick auf die letzte Wahl in Deutschland 2018. Bundesweit haben 64,8% Erdogan ihre Stimme gegeben. Im Verhältnis deutlich mehr als in der Türkei. Vor allem im Ruhrgebiet hatte die AKP Anhänger. In Essen stimmten 76,3% für Erdogan, in Berlin 51,7%. Was mit denen passiert, die sich gegen diese Mehrheit stellen, hat der Berliner Profiboxer Ünsal Arık erlebt. Wir treffen ihn bei sich zu Hause, weil wir müssen. Draußen rumlaufen würde Ärger bedeuten, weil wenn die mich mit der Kamera sehen, dann wissen sie, dass es um Erdogan geht. Oder auch wenn nicht, dann sie denken, es geht um Erdogan und dann werden sie sehr aggressiv und ohne Personenschutz wäre das unmöglich, leider. Wie ist das passiert? Ünsal Arık ist erfolgreich, Welt- und Europameister im Boxen. Doch er sendet auch immer wieder öffentlich seine Meinung heraus. Etwa wie zuletzt mit Videos wie diesem. Das Resultat seines Engagements. Gassi war mit ihm, war das, mit Oskar, dann hatte ich eine Messerattacke, da kam ich blutig nach Hause. Dann Patronenhülsen auf der Windschutzscheibe, als Gruß, das nächste Mal, nur dass du Bescheid weißt. Dann auch bei Rewe passiert es heute noch, dass einer hinter mir steht und sagt, du Hurensohn. Dabei hätte auch alles anders laufen können. Du bist zu einem bestimmten Alter, wäre ich auch ein Erdogan-Wähler gewesen. Wenn ich mich damals für Politik interessiert hätte, weil ich hatte auch die Gehirnwäsche, Schule, dann gehst du in Dianet, also in die Moschee, alle Christen werden in der Hölle schmoren, in der Schule, dann werden einseitige Propagandavideos gezeigt gegen Kurden, dann sind es die scheiß Terroristen, wir sind stolze Türken, den Türken sein Freund ist nur der Türke. Weißt, du kriegst die Gehirnwäsche ab 14 so hineingebombt. Von Gehirnwäsche spricht Wissenschaftler Yunus Ulusoy im Videocall mit uns nicht. Er nennt es verschiedene Wahrheitsinseln in der Debatte. Die deutsche Öffentlichkeit hat ihre Wahrheitsinseln, also die deutschen Medien bedienen diese Erwartungen der Leserinnen oder der Zuschauerinnen. Und die türkische Öffentlichkeit zwiegespalten, je nachdem, welchem Couleur sie angehören, bekommen sie auch entsprechende gefilterte Informationen. Beispiel Erdogan und das Erdbeben. Wenn sie ihn mögen, sagen sie, er ist derjenige, der wahrscheinlich den Wiederaufbau am besten und schnellsten hinbekommt.
Wenn Sie der Opposition angehören, werden Sie sagen, er ist schuld daran, dass das Erdbeben solche verheerenden Ausmaße hatte, weil man eben nicht erdbebensicher gebaut hat und so weiter. Und so läuft der Wahlkampf in Deutschland subtil ab, vor allem über Social Media. Währung, Reichweite. Zurück in Berlin-Kreuzberg. Am Bazar. Es regnet. Die Reichweite hält sich dementsprechend in Grenzen. Guten Tag. Guten Tag. Sie sind nicht Türkin? Nein, es tut mir leid. Wieso? Schön. Sind Sie Deutsche? Ja. Also schön. Wir müssen jetzt weiter. Wir machen ein bisschen Wahlkampf hier. Okay. Wir sind die türkische SPD. Ah, okay. Tschüss, schönen Tag. Tschüss. Türkische Politiker dürfen in Deutschland ab 3 Monaten vor der Wahl nicht mehr persönlich werben. Umso wichtiger ist die Rolle von Kenan Polat und seinen Mitstreitern. Sen neresin? Samsun. Eyvallah. Hayırlı işler diliyorum. Sevgiler. Frag woher ich stamme aus der Türkei. Bist du aus der Schwarzmeerküste? Also die Debatte läuft über diese, woher stammst du, woher kommst du? Nicht? Also das ist sehr wichtig in dem türkischen Kontext. Ja? Wenn du also Mitbürger bist aus der Stadt, dann gibt es eine besondere Nähe. Bu arabı da Türk yapıp... Onu da Türk. Bir oy fazla alıyoruz. Görüşmek üzere. Sag, den wollen wir auch Türke machen, damit wir ein weitere Stimme bekommen, sozusagen. Erdoğan. Erdoğan. Aber Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan dedim, hakkan sular duruyor. Erdoğan-Rufe mischen sich unter die Leute. Und auch die passenden Flyer lassen nicht lange auf sich warten. Türkische Politikdebatte im Kleinen. Zumindest den Wahlkämpfern scheint der Reden nebensächlich. Klar, bei der nächsten türkischen Schicksalswahl.